Okay, ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu Nobody Wants to Die, ein L.A. Noir Cyberpunk Abklatsch oder an Cyberpunk angelehntes L.A. Noir Spiel, welches im New York der, ja, vom Stil her 1920er, 1930er angelehnten Cyberpunk-Universum ist. Und das ist halt ein klassischer L.A. Noir Titel, soll das sein. Also wir spielen ja einen Detektiv. Wird auch kein actionreiches Spiel, glaube ich, werden. Das war L.A. Noir ja auch nicht. Also wir werden hier als Detektiv Ermittlungen tätigen und versuchen, irgendwelche Verbrechen aufzudecken. Inwiefern sich das Ganze jetzt direkt an L.A. Noir richtet und wie viel von L.A. Noir hier drin steckt, das werden wir herausfinden. Living in pain, plagued by sickness, haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icarat, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Okay. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. And at least tell me what's going on. Müssen wir noch? Ist der Sound okay für euch, der Ingame-Sound? Pass einfach auf, okay? Nicht antworten. Ne, da antworten wir, ne? Wir antworten mal. March, okay? This is the best part. Race questions. Sieht das gut aus? And when are you gonna question me? You want me to question you? Don't you want to? Soll ich dir Handschellen anlegen? Ja, natürlich. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. Okay, das Spiel geht sehr gut los. Das gefällt mir schon mal. Always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Oh mein Gott. Would that have changed your mind? Und wenn es so wäre, nicht antworten. Off it had. Konversationen sind immer wichtig, ja? I don't know. Maybe I wouldn't have. Was passiert hier? Was ist das? Ja. Genau, trink doch mal ein. Mit Pillen ist das auch eine sehr gute Kombination. Warte, wo ist die Frau hin? Oh, shit. Ich glaube, wir sind psychisch recht labil. Kann das sein? Code 305. Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. Okay, es sieht, also ich habe absolut keine Frame-Aussetzer oder so. Also bei mir scheint hier alles geht zu sein. Aber dafür ist es ja da. Warte mal, wir machen mal... Nee, DLA machen wir nicht. Wir gehen mal ins Ausgeglichene rein. Ja, bringt einfach gar nichts. Nein.
Okay. Wir stellen die mal auf Mittel. Mal gucken. Frames sind okay. Also bei mir sind die Frames okay. Komplett. In OBS ruckelt das bei mir auch nicht. Aber okay. Na gut. Was haben wir denn hier? More and more smugglers getting caught. Lucky for me. Natürlich. Beweismittel. Erstmal den Alkohol, ne? Also wir scheinen hier echt ein krasser Alkoholiker zu sein. Also irgendwas ist ganz... ist überhaupt nicht cool mit uns. Ah, nette Knarre. Sullivan, saved my ass more than once. Ja, das glaube ich. Ambrosia. It used to give a bigger kick. Was sind das? Was sind das? Sind Smiley-Pillen. Das sind Happy-Pillen. Last opened. Ah, okay, sogar mit. Ach, guck mal, das sind gute Laune-Pillen. Ja. I got the stream ruckelt auf die Cam. Oh, was ist denn hier los? Sag mal. Bei mir in OBS ist wirklich komplett alles in Ordnung. Ohne Scheiß. Fuck, what are you... Don't tear them up. Fuck. The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon, that's just got him convinced. You know fucking medical miracle. Auch nichts ausgelastet hier. Je mehr du dich im Spiel bewegst, schlimmer wär's, okay. Also ich hatte eben auch eine Aufnahme... I've been in this department for half a century. Warte mal kurz. It'd be a whole century if you counted all that overtime. All that off the books overtime. Bet the committee would love to get a earful of that. Damn you, Kara. Come on, Chief. You gotta let me come back. Muss mir sagen, ob der Sound vom Spiel ein bisschen zu leise ist, ob ihr das alles hört oder nicht, ne? Wenn es zu leise ist, sagt Bescheid und dann stelle ich das ein bisschen lauter. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. Yeah. Yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Endlich dürfen wir wieder raus. Another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, I can't get you back in the system. So, I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. Babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. Okay, mal schauen. Ich gucke mich mal ein bisschen rum hier. Ne? Einfach mal ein bisschen. Chris, beobachte das mal, ob wir hier irgendwelchen Blödsinn haben. Was haben wir denn hier? Congratulations on your new body. May it serve you for many years. Sieht sauber aus, okay. Das sieht schon mal gut aus. Huch. Untersuchen. 100 fucking years of work in Texas. Wow. Great. Wow, also geht man mit 142 Jahren erst in Rente, oder was? Okay. Ja gut, wenn man sich hier halt auch unsterblich machen kann, ne? Also seine Seele, sein Geist irgendwie in andere Körper verfrachten oder so. Darum geht's hier, ja. Die große Geste eines großen Mannes. Edward Green sponsort die Ausstellung im Central Park. An diesem Freitag wird der Central Park mit Schätzen aus dem alten Kontinent gefüllt sein. Der Eintritt ist für alle Bürgerinnen und Bürger New York Citys frei. Dies ist der Großzügigkeit des populären Politikers und Philanthropen Edward Green zu verdanken. Erfahren Sie mehr auf den Seiten 3 bis 5. Krise! Erlass oder Einspruch? Der Kongress will nicht von dem kontroversen Gesetzesentwurf abrücken, der das Alter zur gebührenfreien Körpernutzung von 21 auf 20 Jahre absenkt. Der Präsident will alle Optionen in Erwägung ziehen, hat aber kein Veto ausgesprochen.
Nähere Informationen auf Seite 6. Skandal im TV. Verlässt Drake Star etwa die Tage des ewigen Lebens? Die herzzerreißende Geschichte hinter dieser Entscheidung. Ein moralischer Skandal und ein Körper, in dem man sich nicht wie er selbst fühlt. Interview auf Seite 2. Wetter. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung voraus. Okay, danke. Es gelten die Standardverfahren zur Dekontaminierung, geringe Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und leichte Gewitter. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad Celsius erwartet. Die geringe Wahrscheinlichkeit des Regenschauers hat sich anscheinend, naja, so gering scheint die Wahrscheinlichkeit nicht zu sein. Es schüttet wie aus Eimern. Hier noch irgendwas Interessantes? Ja. Ja. New York Daily. Issue. Montag, 21. Oktober 2329. Okay. Also scheinen wir das Problem mit der Luftverschmutzung etc. In diesem Universum auf jeden Fall nicht in den Griff zu bekommen. In den Griff bekommen zu haben. Wenn es 2329 immer noch Warnung vor Luftverschmutzung gibt. New York Hellhounds. Okay, scheint eine Baseballmannschaft zu sein, ne? Für den dickköpfigsten und talentiertesten Bastard, den ich je kennenlernen durfte. Coach DH. Okay. Okay. Haben wir noch? Das sind die Pillen. Interagiere mit allen Objekten im Auto. Ah, okay. Gab sogar einen Erfolg dafür. Sehr schön. Hey, okay, lassen wir mal an. What the? Fucking lock. Bist du dir sicher, dass du die Tür aufmachen möchtest? Holy shit. Oh, das was für den Thai Kate. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course, drowning is forbidden. Schön für Leute mit Höhenangst. Exit from paradise. Ah. Kara? James? Kara? Holy shit. No, das geht's. No, gut weit runter. It, you're already on the line. James? Sarah Kott. Sarah? James Carroll. Let me go pull some stuff. Ich muss selber mal. Drinks. Back in a He dropped us into some bullshit, didn't he? And I had such good stats up to now. Crap. Yeah, I'm fucking thrilled to be working with you, too. What can I say? Your reputation precedes you, especially after you fucked up half the city with that train. Ist Sarah als meine Vorgesetzte oder was? Ich erinnere mich kaum, der Fall ist vorbei, okay? The case is closed. We were unlucky. That's it. Of course. Guys like you get away with bloody murder. Guys like me. What's that supposed to mean? As if you don't know. As if your MLB career makes no difference at all. Hey, I've carried a fucking badge for this city since before your parents were born. Okay, I'm back. You two are best friends now, right? Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Karen. James, okay. No need for brag. You know what they say. Show, don't tell. Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. Okay. That girl in the hat overshadows more and more of the city, doesn't she? Sorry? Well, the one from the body auction ad? I haven't seen it. How could you not see it? It's on every goddamn corner. Ich meine, also größer kann man die Werbung wirklich nicht platzieren, ne? Gerade hier so an der Brücke, die ganzen Autos. Alter Schwede. Ey, sieht mega gut aus, ne? Uiuiui. Warn you though, I am not saving anybody from Demmer. I got principles. What the fuck are you talking about? I'm talking about how they make such awful food. Oh. Anybody who works there deserves whatever happens to them. James, the post office? Okay, scheint kein gutes Essen zu sein bei Demmer. Rooftop bars in the city? Yeah, until they figured out open spaces make desynchronization symptoms worse. Oh, bullshit. You don't buy into that nonsense, do you? Tell me something, James. Do you know the feeling after you've spent time in a wide open space when you go back to your capsule apartment on the ground floor? I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. Entschuldigung. Ich würde mich doch niemals so aus dem Auto lehnen, also doch nicht in der Höhe. Gerade auch noch mit unseren Pillen.
plus, dass wir auch noch Alkohol getrunken haben. Dann stelle ich mir ein bisschen unsicher vor, liebe Leute. Hi Kate, hast du eigentlich ein Problem, wenn ich hier so runtergucke? Kriegst du da schon schwitzige Hände? Looks like TS-45-7. You're in Times Square? Das ist der Times Square? Oh, okay. This is the last place they play good old-fashioned crime stories. Eine Entscheidung wirkt sich auf die Geschichte aus. Detectives, not cops. Okay, dann muss ich aufpassen, was ich sage in Zukunft. Das kann sonst böse ausgehen, glaube ich. Der gute Searcher hatte mir vor ein paar Tagen auch ein japanisches klassisches Rollenspiel zukommen lassen. Da kann man halt auch Entscheidungen treffen, und wenn ich da die falsche Entscheidung treffe, dann sterbe ich sofort. Ich musste schon ein paar Mal bitter erleben, dass ich einen Savepunkt, der 30 Minuten, eine halbe Stunde her war, wiederladen musste, weil ich durch eine blöde Entscheidung gestorben bin. Okay, mal schauen, was die Entscheidung denn so beeinflussen. Also, mal schauen, was die Entscheidung eben auch beeinflusst hat. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir starten mal den Motor. Los geht's. Ah, natürlich. Panoramadach geht auf. Nicht so viel, wenn ich in der Kiste. Ja. Wobei, ich habe eigentlich gar kein großes Problem mit dem Geruch. Aber selber essen, das wird halt schwierig. Dann können's sehr schnell in Ekelhaftigkeiten ausarten. Es sieht einfach mega gut aus. Holy shit. Also für euch sieht's und für uns sieht es natürlich jetzt auch noch mal wesentlich besser aus, weil ich auch noch einen Reshade drüber habe. Der Searcher und der Psycate, die wissen zur Genüge, dass ich eigentlich in jedem Spiel einen Reshade draufhau, damit ich die ganzen Ingame-Filter ausschalte. Damit das ganze Bild schärfer ist, die Farben ein bisschen knackiger sind. Aber ganz speziell, dass der Verschwommenheitsfilter weg ist. Weiß nicht, das... Also ihr seht das hier. Das Bild ist halt super, super verschwommener dadurch, ne? Also viel verschwommener, nicht so eklig ohne Filter. Ich weiß, wie ich rüberkomme. People love me. That's just how it is. I want you to understand. I'm in the home stretch for a fat promotion. Ich kann's gleich noch mal demonstrieren, weil wir können da gleich ans Geländer gehen. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Who? Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Okay. Ich bin ja eigentlich indonesisches Fahren gewohnt, da hupt man immer und wir spielen den Bus-Simulator, wie wir hupen. Can't hear you over all the noise. Great. Real mature. Und nochmal. Ja, nochmal ein Schluck aus der Pulle. Boah, ich glaube, das wird kein guter Spieldurchlauf werden, liebe Leute. Das wird nicht gut ausgehen mit uns. Das wird nicht gut ausgehen. Aber... Wenn ihr einen anderen Verlauf haben wollt, ne, müsst ihr selber spielen. Was machen die Cops bei einem Baseballspiel? Na komm, wir machen mal die Sirene an. Much better. Ja, sehr gut. Ein bisschen penetrieren hier die Leute, ne? Also ich meine, wir sind Cops, wir dürfen das. Mega gut aus, liebe Leute. Sehr, sehr geil. Das Spiel ist auch in Unreal Engine 5. Also, das hat dann schon was. Ja, daran erkennt man, dass das so aus den 20er, 30er Jahre angelehnt ist hier, ne? Weil die Autos,
den halt echt und halt Cyberpunk Oldtimer. So kann man das am besten beschreiben. Das sieht mega gut aus. Das sieht echt mega gut aus. So, ich glaube, hier kann man das ganz gut sehen mit dem Filter. Ja, hier, Filter aus, Filter an. Das erkennt man schon. Also bei mir ist es definitiv verschwommener dadurch. Ja, auch viel knackiger mit einem Reshade. Ja, nur damit ihr denn so... das werde ich in Zukunft dann tatsächlich auch bei jedem Spiel machen. Damit wir die ganzen komischen Ingame-Filter rausnehmen. Damit das auch für euch alles ein bisschen besser aussieht. Aber ganz speziell für mich. Weil ich sonst die Spiele tatsächlich nicht so gerne spiele. Ja, Grafikbuch und so. Enter your full name and shipping code. James Cara, 7711. So, okay, ich dachte, ich muss das jetzt eingeben. Naja, dass du keinen Unterschied dabei siehst, Chris, ist klar. James Cara heißen wir, okay. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Hatten wir ja. Dennis, okay. Thanks. The Cara wäre jemand anderes. Thank you. The package is on its way. Oh, dann sind wir halt Cara, okay. Ist jetzt am Anfang aber nicht so ganz mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Wie kann ich die Post jetzt öffnen? Kann ich die öffnen? Ist da irgendwie Menü oder so? Nee. Buttons auch nicht. Ja, auch nicht. Nee, das ist nur Pause. Okay, nee. Wir können uns die Nachricht anscheinend nicht angucken. Remember to send. Ja. Die Nachricht wurde anscheinend geklaut. Hat da echt Herm-S drauf? Ach so, von dem Ding hier, ja. One second, I have to move my car. Ja, ist ja gut. Ich gehe hier schon wieder rein. Ist ja okay. Vielleicht gucken wir uns die an. Können wir uns die jetzt angucken? Nee. Kann ich mein Auto wieder starten? Umparken. Ich kann das Auto auch selber nicht steuern, leider. Es fühlt sich auch mehr so an, dass es mehr ein cineastisches Spiel ist, als ein wirklich komplett selbstgespieltes. Also ich glaube, wir können hier nur in einigen Szenen den Charakter selber steuern. Ähnlich wie bei Heavy Rain und so, kann ich mir vorstellen. Oder kann ich jetzt selber fahren? Nee, kann ich nicht. Remember, you're not reinstated yet. Yeah, I got it, okay? You don't need to remind me. I'm just saying, it's my ass on the line now, too. Okay. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Wir gucken uns erstmal die Mission an, oder? All we have to do is yank the Icarite out of the corpse and get it to the Consciousness Transmission Center. You've done this before, huh? About 1,000 times. But why all the secrecy? Don't tell me this is about some bigwig getting caught with his pants down. Oh, what a fucking cliche. Müssen einen anderen Gehirn jetzt rumstochern? Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green sponsoring some kind of exhibition at Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Let me look it up. Yep. Mm-hmm. Supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast, then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit.
shit? Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber bekommt unsere, ich sag mal, kalte Füße. No, it's just Green's the head of the Covenant. Not to mention, he used to be the goddamn secretary of hell. Fucking hell, James. Why isn't this going through official channels? Ich sag ihr mal die Wahrheit. Sie bürgt ja anscheinend auch für mich, irgendwie. Yes, a favor for the chief. What the fuck does Chief Steiner have to do with somebody like Edward komplett mit ihr verscherzen, ne? Green's been shaking down the city for 200 years. He's not gonna want to wrong handling his Icarite. That's where we slide in. Play this right, we'll come off like heroes. Well, heroes to the right people anyway. Look, there's always an upside to shit like this. You get Green's gratitude, bet your left ass cheek it'll speed up that dream promotion. Where's his body? Jetzt müsste es passen, ne? Okay, Opfer, Mission, Position. Okay. Also es scheint ja so zu sein, dass Sarah also erstmal unsere Vorgesetzte ist und sie auch noch für uns bürgt, uns irgendwie wieder in den Polizeidienst einstellt, weil wir im Vorhinein, in der Vergangenheit wahrscheinlich irgendeinen Fall vermasselt haben oder so, dadurch jetzt irgendwie psychisch auch echt labil geworden sind. Oder wir auch solche Transplantationen bekommen haben, was hier auch immer im Spiel gemacht wird mit den Gehirnen und so, mit unserem Bewusstsein. Und dass wir dadurch jetzt auch eine Macke haben und naja, auf jeden Fall scheint sie für uns ein gutes Wort eingelegt zu haben und für uns zu bürgen. Deswegen will ich mir das mit ihr jetzt nicht so ganz verscherzen. Aber mal gucken. Okay, Opfer haben wir, Mission haben wir auch. Position. Top floor. Looks like it's Green's own apartment. Okay. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Ja, kommen Sie mit. Kannst nicht erwarten. Na, ich frag sie mal. No. Oh, schade. I'm not authorized for field work. Ach so, sie ist dafür nicht befugt. Okay. Sie kommen nicht oft raus. Oh, da habe ich eine neue, neuen Dialog freigeschaltet. Nehmen wir den mal. What kind of question is that? Just connecting dots. You haven't seen the ad. Ihr seht. It's literally everywhere. And you don't want to come with me. I already told you. That's because it's against the rules. And stop detective baiting me or whatever the hell you call it. Oh. Angst vor offenen Räumen. Ich mach mal weiter mit den Dialogen, die ich hier so freischalte. I'm not afraid. All I was saying was that the research found that the things that I know. But you did grow up on the ground floor, didn't you? If I say yes, will you fucking drop it? Must have been pretty damn difficult living down there. It was carefree as a fucking fairy tale, and that's the end of this goddamn conversation. Verlassen. Ja, wir haben alles durch. Wie ihr gesehen habt, ich habe auch immer nur eine bestimmte Zeit zum Antworten. Daher ja, kann ich mir da leider nicht so viel Zeit lassen, was mich ein bisschen Mal schauen, wie das noch wird, wenn irgendwelche echt schwierigen Entscheidungen stehen, anstehen und ich da unter Zeitdruck stehe. Ja, mal gucken. Kann man viel Blödsinn mal machen. James, okay. I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Okay, es war ein Unfall. Like, mentally? Ich nehme mal das zweite. Fragen Sie für mich oder sich? Weil gut geht's mir nicht. For both of us. We're in the same boat, möchte right? Sie da jetzt auch nicht anlügen. Just kick back and put your feet up, all right? You've got nothing to worry about. I'll ping you when I get there. Car out. Okay. Oh nein, es geht wieder los. Unsere Spackung. Muss ich schon wieder eine Pille nehmen? Oh. Die ist wieder da. Wer ist das? Ist das unsere Frau, die beim Unfall eventuell gestorben ist? Dark City, kehrt ins Leben zurück. I'd take any job at that point.
even though political cases fester like rust-laced wounds. Yes, Keanu Reeves. To hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. Hmm. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Genau. Du nimmst die einfach auf den Boden. Wie denn hier jetzt ab? Wo bin ich? Wo sind wir und warum liegen hier irgendwelche Blutfetzen rum? Shit. James, Camera. Vom Henker. This was supposed to be an accident. Fuckers hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like last? Mm-hmm. Oh. Let's pull the Ico right and get out of here. Gönn dir noch mal einen. Drücke X, um den Hinweismodus zu öffnen. Oh, ich habe gerade gesehen, wenn ich X drücke, dann läuft da läuft unten links ein Timer. Okay, es scheint jetzt nur die Leiche zu sein, ne? Oh Gott. Ja. So kann man es auch betiteln, dass er gut gegrillt wurde, gekocht wurde. Das ist wirklich Greens Leiche. Machen wir mal ein Foto. Bewege rechten Analogstick, um Hinweise zu finden. Oh mein Gott. RT, um Foto zu schießen. I mean, it could be him. Could doesn't cut it. We have to be sure. This is guesswork, James. I won't identify him, not officially. Wow, der sah überhaupt nicht. Okay. Ich habe mehr von ihnen waren. Ich habe eine Idee. An idea. And you won't like it. This is a federal case, James. And we're supposed to pull Green's Ikarite, not someone's. Moving on to reconstruction. Hatte Y gedrückt, um das Gadget-Menü zu öffnen. Wähle den Reconstructor aus und lasse dann Y los. Und. Ah, okay, wir haben also auch Cyber-Gadgets. Okay. Reconstructor. Basierend auf deinen gesammelten Informationen kannst du Fragmente des Ereignisses rekonstruieren. Halte LT gedrückt, wenn die linke Leiste aktiv ist. Halte RT gedrückt, wenn die rechte Leiste aktiv ist. Okay. Halte LT und RT, wenn beide aktiv sind. Okay, das wäre denn in unserem Fall gerade beide rechts, links. Also beide RT, LT, ne? Achso, ah, okay. Ah. Okay. Ganz cool. Mit dem Reconstructor kannst du die Zeit zurückspulen. Der gelbe Bereich im Reconstructor zeigt einen Moment an, in dem etwas Bedeutendes passiert ist. Halte LT gedrückt, um die Nadel in den gelben Bereich des Reconstructors zu bewegen. Wenn du die Nadel zu weit bewegt hast, halte RT gedrückt, um wieder zum relevanten Bereich zu kommen. You see this? So, okay, das ist da unten an der Hand. Jetzt, ja, alles klar. Danke. Hatte er RT gedrückt, um die Nadel in den gelben Bereich das hier zu bewegen? Some kind of anomaly. Who cares? It's green. Pull it, Zikarite, and let's go. Betritt den Bereich der Anomalie und suche nach weiteren Spuren. Okay. Er sieht echt, er sieht, ja, also gesund sieht das nicht aus. Richte Greens Kopf und halte A gedrückt, um seinen Icker zu einer
Upgrade analysieren. Okay, kann ich noch was anderes analysieren? Ja, ist ja gut. Nee, das kann ich nicht analysieren. Scheint zu klein zu sein. Also gedrückt halten, okay. The Icarites melted. So, that's his insurer's problem. Come on, let's go. Sarah, he's dead. What? Like, you mean final death? Dead? Well, just... I mean, fix it. Just reconstruct it or something. Just do something. Sarah, listen. I've seen this before. Up close. Take a few deep breaths. Then we'll start looking for who did it. We have to report this. We have to. Anything beyond that, it's... I'm sorry. Sarah, relax. You're not doing anything. Got it? You're not even here. If only it were that simple. Omega code 112358. Suspected murder. Okay, das heißt, dadurch, dass sein Icarit, ich nenne es jetzt einfach mal so, geschmolzen ist und komplett durch ist, ist er jetzt komplett tot. So wie ich es jetzt verstanden habe. Wenn er einfach nur... Also wenn dieser Chip oder was immer das auch ist, nicht geschmolzen wäre, dann hätte man ihn wieder zum Leben erwecken können in einem anderen Körper. Weil sein Geist, sein Bewusstsein auf diesem Chip gespeichert ist. Ich glaube, so kann man das... Ich glaube, so kann man das ganz gut The right side of the body is heavily charred. The tree must have exploded after he'd been hanged. James, stop doing this. It wasn't just a fire. I'll find the cause and we're out here. Betritt den Bereich. Ja, ja. Okay, okay. Oh. Oh, da scheint hier im Baum irgendwas explodiert zu sein oder so, ne? Der fliegt hier gut rum gerade. Treten wir mal den Bereich. Was haben wir denn hier? Ah, hier. Oh nein. Sorry. Was ist das? Steuerung ein bisschen klarkommen. There may have been a short circuit, or someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. James, don't fucking ignore me. Im Modus. Okay, neues Gadget. Mit dem Gerät kannst du Objekte röntgen. Halte LT gedrückt und folge den Kabeln, um den Generator zu finden. Wenn du den Generator gefunden hast, ziele auf ihn und halte LT gedrückt, um ihn zu scannen. Okay. Dann folgen wir mal den Kabeln da. Nehmen wir die Zweierkabel. Wow. See, you're having a great time. Right. The main transformer's under the floor. Klarer Mord. Kara, what are you doing? Oh nein. It's a murder, Chief. Not an accident. 100% sure. I don't want to hear another word out of your mouth. You're going to drop whatever shit you picked up, and you're going to write me a clean report about a tragic accident. Got me? You pronounced murder. Not asking. Tell him. What you were supposed to do was pull Green's Icarit. End of story.
Can I get it on the record that I strongly advised against this course of action? I should have known better. Oh, dann fällt sie mir in den Rücken. I should have known you couldn't handle it. It's just an Ikarite pull, I thought. Surely Kara can't fuck up something that simple. I'm trying to tell you, there's no Ikarite to pull. Green's got oxidized. It's a homicide. And it's staring us in the face, like it or not. Now, I can look into this and... It's not our case. Write it up as a suicide. Ja, nee. Suizid war es definitiv nicht. You can call it a motherfucking ascension for all I care. Just get it off our books. Wow. Ja. Just Green's rotting corpse. Erstmal einen Schluck. Ja, erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen. So, nehmen wir mal. Someone flooded the. Transformer and it caught fire. Cable acted like a fuse. That's what caused the explosion. It's getting more and more obvious why nobody wants to work with you. I'll look for any pre-explosion traces, then we're out of here. James, I wasn't born yesterday. You said that before, and I don't believe you. Das Ding ist ja auch, er baumelt hier ja schon die ganze Zeit rum. Aber wer hat ihn runtergeschmissen, ne? Also wer hat ihn von da oben runter gestoßen? Ich glaube nicht, dass sie sich selber erhängt hat, oder? Was meint ihr? Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Someone flooded the transformer, but also ripped out the cables. Weil das schien hier ja alles sehr gut inszeniert gewesen zu sein. Das sieht ja noch gesund aus. Aber schaut mal, auch die ganzen Wunden, die er da so im Gesicht hat. Die hat er sich garantiert nicht selber zugezogen. Someone tried to smash that glass before the explosion. Cracked it and left a handprint. Stop it. James, you've got to stop this. Oh, finally paying attention. Great. So, now the question is, did Green try to crack open that plate with his own forehead, or did somebody else use Green's forehead like a ball-peen hammer? Why can't we see the killer in the reconstruction? He covered his tracks pretty damn skillfully. So someone was here. Fucking hell. What? You gonna tattle to the chief again? Would you just let that drop already? What's done is done. No point in picking at it. Wait. We're not going to work like this. There's got to be at least a baseline of trust here. Yeah, well, that's all well and good, except we're running out of time to figure out how the tree got set on fire. So, come on. Chop chop. Shit. What happened? The fuse is just blew. What? Why? The reconstructor needs massive amounts of energy. Sometimes the limiter doesn't adjust to the environment and pop. Blown fuses. Okay, das heißt, ich kann jetzt nicht hier weiter untersuchen, oder was? There you go. Ah. Turned on the emergency lights. I wonder what the chief would have to say about that. Don't thank me, and for fuck's sake, get a move on. Ja. Okay, das hätten wir. Kommen wir uns mal hier. Schauen. Oh, was ist das? Okay, this is some kind of emblem. 10, 21. Schlange? Okay. Ach so.
die Zahl ist wichtig. Ich dachte, das gesamte Symbol. Interesting. Someone carved this date long ago. What in the world is that supposed to mean? Was war denn das Datum von der Zeitung? War das nicht auch das gleiche Datum? What's with the curiosity? A minute ago you wanted to tank the whole investigation. Oh, I still want to, but I can see that you're too stubborn. The symbol. I've never been good at anthropology and beliefs and shit. So how'd you catch serial killers? I knew an expert. Great. Then make a call. We need all the help we can get. Can't. She's dead. Oh, shit. James, I'm sorry. Let's keep looking. Okay. Herbs Murder. Okay, was ist das denn für ein Alkohol? Schau mich mal generell hier so ein bisschen um. Durch das Ignorieren der Meinung anderer ist der Mensch selten unglücklich zu sehen. Doch jene, die die eigenen Komplikationen des Geistes nicht wahrnehmen, sind notgedrungen unglücklich. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, geboren 121, gestorben 180, Kaiser, Philosoph. Der eines der größten Kaiserreiche der Geschichte regierte. Meditationen ist eine posthume Sammlung seiner persönlichen Notizen. Es ist eine Sammlung universeller und zeitloser Weisheiten, ein Wegweiser für alle, die angesichts von Widrigkeiten eine stoische Ruhe und einen unerschütterlichen Blick auf die Dinge bewahren wollen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Someone with the president? I recognize him. Wait, it's Green. Old Shell? The first one. That's bullshit. Which does not change the fact that even before inventing the Icarite, he was a big shot in politics. Okay. Zweifle nie an dir selber und du kannst alles erreichen. What the fuck is this? A bike. Or rather, a wheel off a bike. And people rode on it? How? Like a motorcycle. But you had to push those things around and around with your feet to make it go. Ouch. Sowas. Was kennen die hier nicht mehr? Das ist genauso wie die Generation unter uns jetzt auch VHS-Kassetten gar nicht mehr kennen. Um jetzt ein blödes Beispiel zu nennen. Oh, was haben wir hier? Ist das Icarite? Creepy. Was sitzt im Kopf? Wait, ist das Arthur Boyle? The man who invented Icarite? They knew each other? How old was Green? Older than Icarite. How fucked up is that? Wahrscheinlich ist er schon irgendwie 150 Jahre alt oder so. His body rejected it, right? Guess he drew the short straw. That's not what I heard. I heard it was human error during the procedure. Je nachdem, wann das Icarite erfunden wurde, ne? Wissen wir ja gar nicht, in welchem Jahr. Aus welchem Jahr das stammt. Wann das entwickelt wurde und erfunden wurde. Ich laufe hier trotzdem mal weiter rum. Bevor ich da die Reconstruction weitermache. Okay. So, he's interested in art. Art and tribute to immortality. Kunst zu Ehren der Unsterblichkeit, 25. Oktober 2329 bis 31. Dezember 2329. Central Park wird zum Museum, prominente Künstler stellen aus. Verpassen Sie das auf keinen Fall. Informieren Sie Freunde und Familie. Am 25. Oktober geht's los. Völlig kostenfrei. Warum lohnt sich das? Monumentale Exponate, inspiriert von der Kultur und der Tradition des alten Kontinents, regen nicht nur zum Nachdenken über die Vergangenheit an, sondern strahlen auch ungebrochen Optimismus für die Zukunft aus. Das Hauptthema der Ausstellung ist der Triumph der Menschheit über die Übel der Vergangenheit, über Schicksal, Zufall, Tod und Zeit. Lassen Sie uns diesen Sieg gemeinsam feiern. Alle Exponate wurden von Kuratoren des New York College of Art ausgewählt. Der alleinige Sponsor dieser Ausstellung ist Edward Green. Vielen Dank im Namen aller Bürgerinnen und Bürger. Wow. Die sind hier wirklich komplett geil auf Unsterblichkeit, ne? Immortality. Oh, okay.
Wir sind über den Wolken. Gucken wir gleich mal raus. Oh, ist ein alter. Ein alter Astronautenhelm. Aber, ah doch, hier. Green sponsored it. When I was little, I wanted to be an astronaut. Green space. But after this disaster, yeah. Green shut down the whole program. Well, the first mission did crash. Yeah, during the landing, everything else went smooth as silk. You know, it had to be some kind of sabotage. You mix in political bullshit and poof, the whole program goes up in smoke. Mhm. Ja, gut. Kann schnell passieren, ne? Sobald Menschenleben dabei draufgehen. Olympus. Even though we're all immortal, only some of us live like gods. Ja, wie immer. Wie immer. Hier scheint die gesellschaftliche Schere auch noch mal größer zu sein. He was clearly trying to get rid of those. Didn't make it. Or someone stopped them. Okay. Was denn hier? Nicht beachten. Verbrennen? Nee, ich will nicht verbrennen. Ich will es vorher noch lesen. NYPD Commander an Green Official. Freitag, 16. September. 21.50 Uhr. Sehr geehrter Herr Green, wie gewünscht schicke ich Ihnen anbei die gewünschte Liste. Alle Personen darauf wurden auf mehreren Ebenen durchleuchtet. Einige meiner Antikorruptionsfreunde haben ihre Verbindung zur Politik bestätigt. Keine der aufgeführten Personen wird nach ihrem Schuldspruch Einspruch einlegen können. Zudem wird keine der relevanten politischen Persönlichkeiten mit Ihnen in Verbindung gebracht werden können. Ein geringes Risiko also. Wie lautet der nächste Schritt? Es ist alles vorbereitet. Okay. Ein schöner Korruptionsfall und er möchte die Beweise natürlich jetzt vernichten. Ich will die natürlich nicht verbrennen, ne? Also, warum habe ich denn jetzt nur die Möglichkeit verbrennen und nicht beachten? Wenn ich es nicht beachte, lege ich es einfach weg. Und wenn ich es verbrenne, verbrenne ich Beweismittel, oder nicht? Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Ich. Maybe I'll just let sleeping dogs lie. Thanks. My blood pressure didn't need to get any higher. Okay. War jetzt wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung, wenn ich Sarah jetzt so. Wenn ich jetzt den Kommentar von Sarah mir angucke. Irgendwas im Mülleimer? Nee. Das ist auch nichts. Hier unten liegen noch mehr Top-Secret-Akten. Will er die sich nicht auch noch angucken? See how much good he's done? He helps children. Orphans, supposedly. We can't know for certain. I mean, maybe he really did help them? Oh, sure. He helped them all sign up for the first body subscriptions. That they could never afford. He was there. That's his signature. And look what happened to him. Natürlich. The Declaration of Immortality of the United States of America, okay. Das ist wie US-Unsterblichkeitserklärung im Kongress am 18. Juli 2137, okay. Also 100 Jahre quasi. Fast, ne? Fast 100 Jahre ist dann her. Die Unsterblichkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich. Dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Unsterblichkeit, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Dass zur Sicherung dieser Rechte ein universeller und gerechter Zugang zu Icoride eine unerlässliche Bedingung ist. Edward Green, George Boyle, Julie Smith, Thomas Jones, bla 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 und noch viele mehr. Okay, wow. Natürlich
Natürlich wird dem nicht so sein, wie wir hier jetzt ja auch noch erfahren haben, dass viele Leute sich das anscheinend dann doch nicht leisten können und das ja anscheinend doch nur gegen Geld gemacht werden kann und nicht für jeden zur Verfügung steht. James? Das halt probably synthetic. Ja, natürlich. Ja, alles klar. Shit, maybe they are real. James, tell me you're not going to steal a cigar. Doch, natürlich. Nein, die nehmen wir mit, oder? Die nehmen wir mit. Ja, ach mein Gott, sie wird er nicht vermissen. Er ist doch eh schon tot. He never got remarried. What happened to the first wife? Refused Ikarite. Died a natural death. Was ist das eigentlich für ein Ausschlag, den er da im Gesicht hat? Und das Warzen? Oh. But wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died and he fucked up our whole fucking society because of it? Far as I can tell, people's bullshit personal trauma is always what fucks up society. Ja, oftmals auf jeden Fall, ne? Nicht immer, aber schon öfter. So, wir gucken uns natürlich noch weiter um. It looks like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. Okay. Ein Türöffner. Beschreibung, Status, kein Code benötigt. Was? Open Sesame. Warum hat man den... Okay. Muss ich nicht verstehen, oder? Okay, wir gucken uns, glaube ich, doch erstmal weiter unten um und rekonstruieren das Ganze nochmal. Wir müssen wahrscheinlich... Sowieso denn nochmal hier nach oben. Ach, gar nicht. Hier kann ich jetzt auch nochmal ein Röntgengerät benutzen, oder was? Tatsächlich. Machen wir das auch schon mal auf. Und ich wette, hier brauche ich auch wieder keinen Code. Was für ein Blödsinn. Wozu hat man denn hier einen Code? Ist dem mit dem Röntgengerät gerade gehackt und dann und deswegen brauche ich keinen Code, oder? Naja, müssen wir nicht verstehen. An der Probe riechen? Willst du wirklich an irgendeinem Zeug riechen? Weiß jetzt nicht, ob das das Schlauste ist. Aromatherapy helps with synchronization. Aromatherapy. Ah, okay. Pity we're all rolling around in sewage. James, is that chocolate? That's what it says here. Can I, Oh, can I ask you to do something for me? Ach so. Natürlich. I thought you had a stick up your ass about thievery. No. I mean, yes. Listen. Could you describe the scent to me? Ach komm, ich nehme dir die Schokolade mit. Ach nee, ich kann dir die Schade. Ich hätte die Schokolade auch für sie geklaut, genauso wie die Zigarre. Kind of like. Ja, Tabak bestimmt nicht. Ein Pilz auch nicht. Sort of like grease, but it's soft and gentle. That's how it hits the nose, anyway. Tell you what, why don't you try describing it in a way that doesn't sound gross? Ja, beschreibt man doch keine Schokolade. Aber okay. Give it a shot. Suchen wir es mal. Warum eigentlich jedes Mal eine Zigarre? Wie Gummi? Eine Lederjacke? Schokolade riecht doch nicht nach einer Lederjacke. Aber auch nicht nach Gummi. Und eine Zigarre schon mal gar nicht. Gummi. Nice. Rubbery. Not acrid. But not like a tire.
Completely not like that. Okay. Let's try this another way. Does it make you feel something when you smell it? Emotions? James, anything. You think it's edible? Glossing right over the emotion talk. Okay. Look, that sample's probably over 100 years old. Food spoiled in the past. It could make you really sick. Riech mir noch mal. Freude, etwas Bitteres und Wärme. Das klingt ganz gut, weil Schokolade macht ja bekanntlich auch glücklich, ne? Nehmen wir das untere. Okay, emotions. Let's see. It's dark, bitter and warm. And it fills my heart with joy, I guess. Klingt ganz gut. So, klingt immer noch weird, aber... Huh? A nice bit of rubber and... You feel joy in your heart? Yeah, exactly. Genau. So würde ich Schokolade beschreiben. Let's get back to work. Ja. Okay, gab sogar einen Erfolg dafür, wie ich hier ganz merkwürdig Schokolade beschrieben haben. Okay. Na gut. Gucken wir mal. In die kleinen Nebenräume müssen wir bestimmt gleich nochmal. So. Something went off here. Sieht mega cool aus hier mit dem schwebenden Dinger. Mit dem Holz, was abgesplittert ist. Was ist das? Okay. Okay. Probably some kind of relic. Kleine Taschenuhr. To the best of friends, always auspicious winds. Green. That asshole had friends. Hard to believe. I'm getting a bad head off this thing. I wonder which one's the best friend now. I wonder why a gift from Green is in his own home. Let's see what the patient has to say. Match to Green's blood type. He was fighting with someone. Or he cut himself as he jumped. Nee, das glaube ich eher weniger. Maybe. Loben wir sie mal. He fell from there. If he cut himself in the rain, he should be blood. Guck an. Müssen wir auch nach oben. Someone must have pushed him. No trace of blood on the railing. So he didn't cut himself here. This is weird. No. Alter. Bring mir doch nicht ins Gesicht. Nee, noch was anderes an? Nee. Analysieren. Machen wir das mal. Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. Ja. Came from this side. They? Half of the reconstruction is inconsistent. Someone must have been messing with it. Ja, plus, dass er ja auch schon, er ist ja schon extrem verletzt, als er hier hochgegangen ist, also. We don't have enough information to find the other one. How do you think this went down? Ja, und da wurde er... Er wurde doch da runtergeschubst. Also ich meine, das ist ja ein massives Geländer hier. Außer da waren die Holzwürmer drin, aber das glaube ich eher weniger. Well, in any case, Green didn't jump. Someone pushed. Ach, scheiße, ich habe den Dialog verpasst, ne? Egal. Was stand da? Ich habe da gerade nicht drauf geachtet.
Was wären meine Auswahlmöglichkeiten gewesen? Wait. There's a blood trail here. He must have gotten cut before the hanging. Do you have a UV lamp? Ein UV-Licht. UV ist schädlich. I don't leave home without it. Du sollst ja auch nicht 3 Stunden darunter sein, darunter liegen und dich bräunen. Ich meine, die Geräte, die sehen alle echt alt aus, ne? Aber sind echt modern. Also, aber sie sehen voll alt aus. Mit der UV-Lampe kannst du Spuren auf Oberflächen entdecken. Halte RT gedrückt und erkunde das Gebiet, um Spuren zu entdecken. Folge den Spuren, um weitere Hinweise zu finden. Okay. Gut, Spuren. He was walking up these stairs. Unusual shape. Like he was lying here. Oh, okay. Jetzt kann ich wieder rekonstruieren. He's talking to someone. More like he's begging for mercy. Ja, ich glaube auch, dass er irgendwie um Gnade. Another trace of blood. Hit it with the UV lamp. Gnade bittet. Er scheint ja echt gut vermöbelt zu werden hier gerade. UV-Lampe benutzen? Nee, wir machen ihn hier nochmal. Und okay, dann nicht. Dann folgen wir dem Blutsporn weiter. Gucken wir mal, was wir. Look at that. The tracks connect. Natürlich, wie wir es anfänglich auch schon vermutet hatten. You think he deserved what he got? I do. And it still wasn't enough. Shit. Sarah, da los mit dir. Oh, please. Boah, ich glaube, mit Sarah sollte man sich nicht anlegen. He's got something on his clothes. Some kind of chemical? Huh. The reconstructor's coming up goose eggs on its composition. Must be rare as shit. Hm. Okay. Oh mal, dein Kopf da unten drunter. Hä? Ah. Blutspuren. Stretches across the floor. I'll switch to UV. Das ist aber ganz cool, dass der Übergang zwischen den Gadgets sehr, sehr fließend ist. Und man nicht jedes Mal dann im Kreismenü das neue Gadget auswählen muss, sondern sich das wirklich hier mit einem Tastendruck dann umswitcht. Das ist ganz gut. Oh. War er selber denn? The cables are torn out, same as the one around Green's neck. You think he did it? I think someone made him do it. Er ist ja wirklich die einzige Erklärung, ne? Also. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum er sich selber ja auch umbringt. Also ich meine, er strebt ja selber nach Unsterblichkeit. Er will ja gar nicht sterben, sonst würde er sich selber ja nicht unsterblich machen. Und anscheinend mit dem Korruptionsfall wird er auch nicht mehr in Verbindung gebracht werden, weil da hat er ja auch wahrscheinlich irgendwelche Leute denn geschmiert.
damit er da auch nicht dran gekriegt wird. Also er hat eigentlich gar keinen Grund, sich selber umzubringen. Und so wie das Ganze hier jetzt aussieht, wird er das definitiv auch nicht gemacht haben. Oh, shit. What a fucking mess. Das ist alles konstruiert hier. You know what I think? I think it all looks exactly the way the perpetrator wanted it to. Seriously? Ja. You're repeating yourself. Ja, aber es ist halt so. There's something here. Ach, das Symbol, dieses Schlangensymbol. James? Das habe ich gerade angemacht. Ah, ich habe die Kamera ausgemacht. Auch zu der Zeit haben wir noch Bodycams, oder? Oh nein, wir schieben wieder Filme. Rachel. Rachel, nein, geh weg. James! Ich hab. Oh, okay. Sarah? James! Where are you at? Ich bin auf dem Klo. Ja, komm. I'm sitting on the crapper at home. You want more detail? Cause I can give you more detail. Whatever. The feds are on their way there, so consider this a heads up. If they find you, I don't fucking know you. Are you? Oh. You're serious? We've been friends for fucking decades and you're gonna hang me out to dry? Okay. How's the situation? They're coming. Time to clean up. Sarah. If we're gonna keep working together, you're gonna have to promise me something. What? Ich war immer ehrlich, nehme ich mal. I've been honest with you from the beginning, and I need you to never do anything behind my back again. We clear? James. Okay, as long as you keep being honest with me, ich werde trotzdem mal in die anderen Räume. Okay, from here on out. Then we've got a deal. Okay, now, Deal. Come on, move before they bust us. Nö. Wollen wir den Tatort mit dem Rekonstruktor auf? Hier will ich nicht. Ich will hier. Ey! Ich hätte vorher in die Räume gehen sollen. Shit. Nein! Habe ich jetzt hier. Ah, ich glaube, das kann ich vergessen, weil ich kann meine Taschenlampe leider nicht mehr anmachen. Das ist ja doof. Dab, dab, dab. Nobody will even know I was here. Okay. Ich würde gerne da oben rauf. Ich würde das hier gerne nochmal mit der Tischen. Ah, shit. Wir hätten das vorher machen sollen. Fuck. Ah, es ärgert mich. Ah, okay. Wir können trotzdem noch untersuchen. Wir haben zwar keine Taschenlampe, aber. Ja. Okay, wow. Irgendwie an den Bildern. Wird doch bestimmt irgendwas Interessantes gewesen sein, oder nicht? Ich komme nicht auf die andere Seite. Ah doch. Von hier. Das ist ein Bücherregal. Das ist ja blöd, dass ich die Taschenlampe jetzt nicht mehr anmachen kann. Aber es sieht danach aus, als ob da auch nichts weiter ist. Ist nur eine Wand. Okay.
Sagt er. Ich aber. Okay. Edward Green. Kannst auch nicht öffnen. Plato. Richard Steins. Okay. Lesen. Apologie des Sokrates. Bedenke, mein Freund, die Bremse muss stechen. Echt? Die Bremse muss stechen? Ah, ich glaube, das war's, ne? Ah, gut. Im Wasser generell uninteressant hier. Na gut. Ach, ich dachte, vielleicht gibt es ja auch noch einen Erfolg oder so, aber nein. Dann gehen wir mal raus. Wir haben mit dem Reconstructor haben wir wieder alles aufgeräumt. I leave the body of a dead god on the flaming Mount Olympus. Time to go back to the underworld he cast us all into. Okay. Ah. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. And even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. The second time I've seen Icarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. War der erste denn bei unserer Frau? Oder die Frau, die wir halt immer sehen hier, wenn er seine Hallus schiebt? Ich gehe mal davon aus, das wird jetzt irgendwie unsere Liebe gewesen sein, unsere Frau oder Lebensgefährtin, was auch immer. Oh, wow. Ah, okay. Out of order. Hat so ein bisschen was von den Mega-Bauten in Cyberpunk, ne? Diese Mega-Bauten. Nur, dass sie hier... Wie viele Leere sind? Hier ist ja überhaupt nichts los. Weil Graffiti... The mixture of odors in this place coats the inside of my nostrils like grease. Almost like that chocolate at Green's place. Almost. Echt, hat sie so eklig gerochen, die Schokolade? Kann ich mir kaum vorstellen. Naja, wie lange wird die da wohl auch schon liegen in dem Glas, ne? 100 Jahre wahrscheinlich. Zehntausend Schritte jeden Tag zum Wohle ihres Körpers. Per Gesetz ist ihr Körper Eigentum der Regierung. Ungehorsam oder Vernachlässigung wird nicht toleriert. Holy shit. Okay. Entschuldigung. Ja, stimmt. Hat auch einen Touch vom fünften Element. Ja. Besonders am Anfang, wo man die Apartments da ja gesehen hat, ne? Ganz am Anfang vom Film. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich weiter. Mal gucken, aber... Okay. Gute Geländer. Ah. Gute Sicherheitsmängel, ja? Achten Sie auf sich selbst und andere, zum Wohle aller. Give back our buddies. Wir wollen unsere Körper zurück. Ach, krass, also auch durch das, durch deren Unsterblichkeitsagreement wurden die Körper jetzt verstaatlicht. Ist ja auch nett. Ist ja super. Was für eine Dystopie.
Entschuldigung? Spricht die Polizei. Ich vermute Domestic Violence. Kann noch nicht klingeln. Alleine guckt euch mal diese Klingel an. Also wirklich super veraltet, ne? Aber wir sind halt trotzdem komplett in einem Cyberpunk-Universum. Wobei Cyberpunk will ich gar nicht mal sagen. Das fühlt sich ein bisschen mehr an wie... Oh, wie hieß der Film noch? Blade Runner. Oder? Ein bisschen mehr Blade Runner-Feeling als Cyberpunk an sich jetzt. Wobei, es gehört alles zum Cyberpunk-Universum, ja. Aber ich mit Cyberpunk meine ich immer Cyberpunk 2077, das Spiel. Aber das hier ist mehr auf Blade Runner. Doch vom Aussehen her, oder? Kann sein, wenn ich den Film auch richtig in Erinnerung habe. Fünfte Element, ja. Blade Runner so ein bisschen. So ein Mix. Ah, natürlich. Erstmal wieder ein... Erstmal wieder ein Schluck aus der Pulle. Ja, genau. Immer rin damit. James, wer ist das? How was your day? Excellent. Only one corpse. I'm glad to hear that. Due to the high level of air pollution, I recommend full body decontamination. Okay. Die kann ich wo nehmen? Die Schneckenpost überprüfen? Machen wir doch mal. Was haben wir denn in der Schneckenpost drin? Lieber James, wir möchten dich ganz herzlich zu unserer Kennenlernparty von Franks neuem Körper einladen. Klasse. Die Party steigt am 26. Oktober um 19 Uhr bei uns zu Hause. Lass uns bitte wissen, ob du kommst. Wir sehen uns dann hoffentlich dort. Wir wollen doch nicht, dass wir uns auf offener Straße nicht mehr kennen, nicht wahr? Bis bald, Frank und Ascher. Das ist so unheimlich, ne? Also ich meine, also selbst auch für Verbrecher ist das doch voll krank. Du begehst irgendein super krasses Verbrechen und dann steckst du deinen Geist oder dein Echo-Ride einfach in einen komplett anderen Körper. Und genauso auch, wenn du jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, du lebst mit dem Körper 50 Jahre und denkst dir, nee, okay, der Körper ist kacke, ich will jetzt einen neuen haben. Und gehst einfach in einen neuen Körper. Und wo kommen die Körper her? Die werden wahrscheinlich geklont. Gehe ich mal von aus. Also ich meine, woher sollen die sonst die Körper nehmen? Sag mir nicht, dass sie jetzt irgendwie Körper von jungen Verstorbenen nehmen, die jetzt irgendwie durch einen Unfall gestorben sind oder so, also und dann wieder reanimiert werden können. The party, as I said, I smashed it with the ball during the game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone trophy. A football trophy. Er ist schon ziemlich unheimlich, die, der Schlägerzerstörer 2244 von der Saison von der Herbert, okay. Also die Idee dahinter finde ich super gruselig. Sein Geist einfach so in irgendwelche anderen Körper zu stecken und wie das auf der Einladung ja eben auch schon stand, ne? Wenn wir jetzt nicht zur Party kommen würden, für seinen neuen Körper, um sich vorzustellen, dann würden wir ihn ja gar nicht mehr wiedererkennen, weil er halt jetzt komplett anders aussieht als vorher. Ich finde es super unheimlich. Aber gut, wer weiß, wohin uns so Neuroplantate und sowas im Endeffekt führen werden, wenn man jetzt so 100, 200 Jahre weiterdenkt. Falls die Erde da nicht schon falls die Menschheit da nicht schon vom Klimawandel halb ausgerottet wurde. Wer weiß, wo uns das alles noch hinführt. Man lebt nicht nur einmal mit Liam Anderson und Alicia Jones. The other women. Actors in their own bodies. Now that was cinema. Das war noch Kino, ja. Ja. Ja, Schönheits-OPs wird es denn hier jetzt auch überhaupt nicht mehr geben, ne?
Man steckt sich einfach in einen komplett neuen Körper. Das ist ein kleiner Lautsprecher oder was? Soll das sein? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nicht rausgehen. Ach du Scheiße. Das ist natürlich ein super Ausblick. Gott. Okay. Geh mal wieder rein. Ja, das sieht auch schon viel schöner aus. Das sieht auch tatsächlich so aus, als ob wir tatsächlich so auf der Insel wären, ne? Irgendwo im Pazifik oder so. Krass. Okay. Sehr hellhörig hier die Wände anscheinend. Ah. Okay, doch unsere Frau. Rätsel ist gelöst, sie ist doch unsere Frau, okay. Wie vermutet. Hey, die E-Mails lesen wir mal noch nicht, die lesen wir mal gleich erst. Ich würde hier gerne noch mal weiter rumgucken. Every one of those guys has a new body by now. Probably wouldn't recognize each other on the street. Das ist echt traurig, sowas. Das ist doch voll kacke. Also, when I started the service, the guys didn't believe she was my wife. Even when I brought this photo. They said it was photo montage. A sound mind and a sound body. I've forgotten what that's like. I had to sell this car. The car was great, but started to fall apart. And it wasn't safe either. Ja, das stelle ich mir auch nicht so cool vor, wenn man mit dem Auto da gerade, keine Ahnung, wie viel Meter über dem Erdboden rumfliegt. Durch die Stadt fliegt. Auf einmal kriegt man da Motorschaden oder solche Scherze und dann stürzt man halt erstmal ein paar hundert Meter in die Tiefe. Stelle ich mir auch nicht so cool vor. Hier geht's nach oben, da geht's da rein. Voicemail-Message from Old Bastard. Kara, I'm waiting for a report. You know which one. I advise you to get a move on. Chef dann auch später. Old Bastard. Ist klar. Okay. In die Küche. Ah, keine. The Manga. You're lucky I don't need to water you. Depend on me. And you won't have long to live. Ah. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Ah. Okay, wir sind natürlich genauso betroffen, ne? Dass wir auch einen neuen Körper haben. Krass, okay. Dadurch, dass wir jetzt einen neuen Körper haben, haben wir jetzt auch andere Allergien, andere... Ja, klar, natürlich. Logisch. Neukörperallergien. Haven-Nüsse? Haven-Nüsse? Caro... Caprica. Kokosaroma. Okay. Kokos, damit kann ich noch was anfangen. Was sind denn Haven-Nüsse? Sollen das Haselnüsse sein? Emsella Jelly. Hollow Chick Grill with Juice Berries. Hot Dog and Sugar Rush. Oh Gott. Boah, das sieht ja widerlich aus. Das ist keine Kochzeile. Das ist einfach nur zum Abwasch. Das Essen kommt hier einfach nur aus diesem Automaten raus. Das ist ja widerlich. Das ist ja super eklig. Okay, nein. Oh Gott. How much time has passed?
feel like I'm taking them more and more often. Eine Zeitanzeige haben wir nicht, aber... Ah, gute Laune-Pillen. Das ist nicht so cool, ne? New York Daily, 9. Oktober. Zugunglück erschüttert Bewohner. Die letzte Nacht wurde für die Menschen in Central Harlem zu einem Albtraum. Ein Zug entgleiste und verursachte immensen Schaden. Dutzende Menschen wurden in das Zentrum für Bewusstseinsübertragung eingeliefert, darunter zwei Agenten. Es wurde keine offizielle Ursache für die Katastrophe genannt, obwohl es zahlreiche Berichte über Explosionen und Schüsse gab. Die Polizei gibt keinen Kommentar ab. Fortsetzung auf Seite 2. Martin Roy kündigt Spieler an. Der Eigentümer des bekannten Stadions verkündet seinen großen Plan für das Jahr 2330. Er möchte das größte Sportevent dieses Jahrhunderts organisieren. Ich sage ja nicht, dass mit Sport alle Probleme dieser Welt gelöst werden können. Aber wenn er dafür sorgt, dass die Menschen sie mal für einen kurzen Moment vergessen, ich schwöre, ich werde das organisieren, egal wie viel das kostet. Die Frage wird jedoch sein, wer genau wird für dieses Vorhaben aufkommen? Ein Interview auf Seite 3. Der richtige Präsident ist in schweren Zeiten. Der Präsident beruhigt alle Bürgerinnen und Bürger, die Bedenken bezüglich des umstrittenen Gesetzes zur Senkung des Alters zur gebührenfreien Körpernutzung haben. Okay, deswegen gehören die Körper halt auch dem Staat, ne? Weil der Staat finanziert wahrscheinlich die Heranzüchtung der Körper, die Klonung der Körper. Oder wie man das denn hier auch immer nennen darf, wie die Körper hier auch immer herangezogen, gezüchtet werden. Und somit ist der Körper dann auch direkt Eigentum des Staates, außer wenn man sich den Körper freikauft. Wenn man den freikaufen kann, und das können sich dann nur die reichen Leute leisten, wie jetzt zum Beispiel der Typ, den wir gerade tot aufgefunden haben. Ich denke mal, so in etwa könnte man sich das vorstellen. Wo waren wir jetzt? Gebührenfreien Körpernutzung haben. Er betont, dass er der richtige Anführer in diesen schweren Zeiten sei und dass er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen werde. Fortsetzung auf Seite 4 bis 6. Wetter. Der Wetterdienst sagte eine moderate Luftverschmutzung, bla bla, 40% Grad, okay. Dit kennen wir ja schon. Kennen wir auch. Badezimmer rufen? Nee. Achso, doch, wir sollen uns ja entkontaminieren erstmal, ne? Ah. Rhein. Rhein sounds much better, love. Hey, die Tür wurde mit Bauschaum versiegelt. Das heißt, wir hatten auch ein Kind mit ihr. Und beide sind im Unfall gestorben, As usual. Das sah jetzt so ein bisschen wie ein Kinderzimmer aus, oder? So von dem Verzierung an der Tür. Oh. Ey, wow. Ey, die Wohnungen sehen echt krass. Warum hat er Graffiti in seiner Wohnung? Und in seinem Badezimmer? Ja, mal aufräumen. Meine Güte. Welcome the new day with a bright smile. Ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Natürlich. Ach so. Wenn die schon genug Pillen haben, ne? Wie? Das ist eine Gemeinschaftsdusche und ihr wisst, was ich meine. Dekontaminationsbehälterbereich. Den wir uns mit unseren Nachbarn teilen müssen. Amateur, who starts like that? Block, left, right, and they're picking you up from the ground. One nothing. Ah, gut. Ein wunderbares Gespräch. Ah.
So sehen wir also aus. To get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. Ja, man sagt nicht umsonst, die Augen sind der Spiegel der Seele, ne? Was für... Sind doch draußen. Was schieben wir eigentlich die ganze Zeit immer für Filme? Woher kommt das? Kommt das durch unsere Pillen? Durch unseren Pillenkonsum? Oder... weil wir psychisch komplett labil sind? Und die Pillen sollen dabei helfen? Tun es aber auch nicht so richtig. Okay, wir haben uns jetzt ja erstmal dekontaminiert. Wir lesen jetzt mal die E-Mails. Sehr geehrter Herr Kara, Glückwunsch zu Ihrem neuen Körper. Wir hoffen, die Synchronisierung verlief reibungslos. Gleichermaßen möchten wir Ihnen hiermit eine Liste mit bekannten Vorerkrankungen Ihrer neuen Körperhülle zukommen lassen. Laktoseintoleranz, Bronchialasthma, ja, sehr schön. Skoliose, wunderbar. Allergien gegen Hafernüsse, Karo Caprica, Hafnüsse. Kennt die jemand? Ich kenne die, habe ich noch nie von gehört. Und was ist Charo Caprica? Gibt es das oder sind das hier gerade nur Fantasienamen? Kokosaroma, Bluthochdruck haben wir auch noch. Aber wenn es sonst nichts ist. Wir haben wenigstens kein Diabetes, immerhin. Wir wünschen Ihnen viele glückliche Jahre in Ihrem neuen Körper. Mit freundlichen Grüßen, Mitarbeiter UF, bla bla bla, Kundendienstzentrum für Bewusstseinsübertragung. Wow. Was ist das? Ja, tatsächlich. Wir haben nur eine E-Mail. Okay, also die Allergien kenne ich tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, was irgendwie Hafnüsse sind, Hiefnüsse, wie man die auch immer aussprechen mag. Habe ich noch nie von gehört. Einloggen? Ein Geheimversteck hier, oder? Sarah, um Hilfe bitten, hinter Sarahs Rücken agieren. Nee, wir hatten ja extra gesagt, dass sie nicht hinter unserem Rücken agieren soll. Dann machen wir das auch nicht, ne? Sarah, how's the job going? To complete my report, I need to summarize machen wir das auch nicht. Plugins, herzlich willkommen, mein Lieber. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Oh. Möchten Sie keinen professionellen Bericht? Ich habe den höheren Rang und brauche Zugriff, okay? Sarah, ich schulde Ihnen was. Wir sollten doch mit offenen Karten spielen. Nein, es war kein Selbstmord. Sarah, das weißt du doch. Meine Güte, das haben wir doch recht untersucht. Also wenn das Selbstmord war, dann fress ich Schnecken. Wie geht's? Wie steht's denn so? Plugin, herzlich willkommen, mein Lieber. Herzlich willkommen. Ja, endlich mal wieder. Es sollte eigentlich schon viel früher passiert sein, dass ich hier mit dem Stream anfange, aber vieles dazwischen gekommen, etc. pp. Ich will das jetzt nicht nochmal alles runterleiern. Aber ich bin jetzt wieder da. Leider hat mir Lumia Stream die ganzen Lichter und so, die ganzen Alerts etc. zerschossen, deswegen... eigentlich wollte ich morgen weiter streamen, aber morgen muss ich das alles wieder neu einrichten. Deswegen funktioniert die Flashbang nicht. Naja, gleich zur Information Plugins. Die Flashbang funktioniert leider nicht. Die muss ich komplett neu programmieren. Aber ja. Nee, ich bin wieder da. Es geht wieder los. Es wird einige Horrortitel geben. Die nächsten Tage. Es wird wieder viel, viel Horror kommen. Wir werden auf jeden Fall dieses Spiel hier definitiv durchzocken. Es gefällt mir doch ganz gut. Und ja, nö, ansonsten ist okay. Bin halt immer noch ein kleines, dickes, arbeitsloses Schwein. Sitz zu Hause und dreh die Däumchen. Nee, ich bin gerade mitten dabei, eine neue Firma zu gründen. Ich bin also mitten in der Firmengründung. Das dauert aber alles echt viel Zeit.
Also allein, ich warte jetzt nur noch auf die Steuernummer tatsächlich. Der ganze Rest ist jetzt schon passiert. Das habe ich jetzt schon durch, aber allein die Steuernummer zu erhalten dauert circa 2 Monate in Hamburg. Deswegen. Ah, es frisst alles sehr, sehr viel Zeit. Okay. Nee, also die ersten beiden Optionen nehme ich nicht. Mich wundert das, dass Sarah sagt, dass sie auch selber auf den Selbstmord pocht. Und den Chief Steiner, den Chief Steiner hier einmal wiedergibt. Einmal zitiert. Obwohl sie doch eigentlich weiß, dass der Typ ermordet wurde und dass da wirklich etwas ganz, ganz Merkwürdiges passiert ist. Aber ich nehme das Letzte. Wir sollten doch mit offenen Karten spielen. We're supposed to put our cards on the table, so that's what I'm doing. I appreciate that, but we have one more problem. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Nee, das untere nehme ich nicht. Ich mache mal auf die Zunge beißen. Forgive me for mentioning her, but ja. It was the same kind of suicide. War das mit meiner Frau auch ein Selbstmord? Ich weiß nicht. Sarah, listen to me very carefully. Wir sitzen im selben Boot. Ja, ich nehme das Erste. Ich möchte sie natürlich jetzt auch nicht hier. Ich würde schon gerne ein gutes Verhältnis mit dir haben. Sooner or later the report will make it to the top brass and we'll both be fucked unless we consider all the circumstances in the report. Oh fuck. Nee, Druck ausüben möchte ich auch nicht. Ah, guck mal, geht ja auch so. Okay, you know what? Here's what we'll do. I have access, so I analyze. And I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Okay. Sarah, gut gemacht. I'm sorry for bringing your wife up like that. Look, let's not fight. Let's connect the dots one by one. If we agree with the conclusions, we move on. You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. That's the spirit. I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Okay, das sind jetzt die ganzen Beweise, die ich sammeln konnte. Warum sind hier so viele Alkoholflaschen? hat er wirklich... Warum stehen denn da so viele Alkohol? Das sind ja alles... Ach so, da drüber sind die... Da drüber sind die Hologramme der Beweise, aber alles auf Alkoholflasche. Weißt du? Irgendwas stimmt mit unserem Typ hier nicht. Also der ist geistig, ist er völlig durch und ein Alkoholiker. Ich meine, wir sind völlig zerstreut, psychisch echt labil, schlucken irgendwelche gute Laune Happy Pillen und spülen die mit Alkohol runter. Kranker Typ. Machen wir mal weiter. Wir gucken uns jetzt mal die Beweise hier an. Damit wir Sarah jetzt irgendwie auch mal umstimmen können, dass es halt kein Suizid war, sondern ein Mord. Uhr zum Gedenken. In der Uhr steckt ein Bild von Green, Cameron Park, an meine besten Freunde. Immer günstige Winde. Green, sagt die Inschrift. Hinweis aufnehmen. The best friend? Nope. I have to wonder if someone just dropped it here. Or if they threw it back in Green's face. Okay, dann kann ich... Warte mal, was soll ich jetzt... Soll ich jetzt damit machen? Sarah Zweifel. Ich sollte Sarah Zweifel über den Mord zerstreuen. Was beweist, dass außer Green noch jemand da war? Ah, okay. Verstehe. Eine Wunde auf dem Rücken hat das Hemd mit Blut getränkt. He could have cut himself. Like how? Shaving? Auf dem Rücken ist schwierig. Also auf dem Rücken ist schon schwierig. Ja, dann schön, dich wieder beim Alten zu sehen. Bin noch kurz Tank fahren und dann bin ich auch wieder da. Ja, alles klar, dann tank dich nicht. Ne, wäre schlecht für den Motor.
Und dann bis gleich. It'll be hard to defend the theory about these cables. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. No. Ja, man kann sich das alles auch irgendwie schönreden oder so, ne? Also, boah, weiß nicht. This is creepy. Ugh, looking at this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. Somebody had to be pretty damn determined to fuck Green's Icarus up this bad. Somebody. Right. Could have been Green himself. Look, you don't have to try to convince me that Green is behind everything. Suit yourself. This is quite a lead. But who's doing the beating? A fucking ghost? Excellent question. Ja, das scheint. Also hier einmal die Schläge und die Wunde auf dem Rücken sind bisher so eigentlich die ausschlaggebenden Dinger für Sarah, ne? Got something? No, it's nothing. Hä? Eine Flasche mit einem Schlangensymbol und einer seltsamen Szene. Okay. Ich glaube, ich nehme erstmal hier die Schläge. Das. So, ich kann hier mehrere rauflegen oder was? Was ist das? Über eine Mauer zerstreuen. Was beweist das? Was, so, okay. Nehme hier die Wunde auf dem Rücken, nehme ich auch nochmal mit. Start somewhere. I was hoping for more enthusiasm. Not gonna happen. Ouch. Okay, we still have shit, but we can at least ask two questions. First, what's the actual cause of death? Second, who's the culprit and what's his motive? Oh. Are you saying you're getting involved? I've already changed my mind. Are you the same with guys? I won't correct you on everything you just said that was wrong. Besides, I'm looking for more information about the evidence. But seriously, no more jokes. Okay. Todesursache. Wie ist Green gestorben? I found some interesting tidbits. Please share. Only with friends. But I'll make an exception for you. Huch. Huch. Wo kommen die denn jetzt her? Ich leg das mal. So. Wo kommen die ganzen Beweise denn jetzt her? Wir legen das mal alles hier so schön so. He had guests. What do we know about them? Kovalev is a smuggler and the owner of Icarus. And Salma, as you know, is that famous psychologist and a psychiatrist. A smuggler and a shrink. Quite a pair of farewell guests. Mhm. Verkehrskamerafoto. Kurz vor dem Vorfall hat eine Verkehrskamera in der Nähe von Greens Wohnung Park eingefangen, wie er mit Jane Salma im Arm herumgerast ist. Apparently he had a heavy foot. He was just showing off to a girl. If I had such a fancy car, I wouldn't need a girl for anything. Schießpulver. Die Laboranalyse zeigt Spuren von Schießpulver an Greens Händen. I would have seen a shootout in the reconstruction. Must have happened before. Maybe he shot someone? Okay. Scheint er sich ja mit einer Waffe verteidigt zu haben. Toxikologischer Befund. Eine hohe Konzentration an Ambrosia, Pharmazeutika und anderen Substanzen mit ausgedachten Namen. Die Ambrosia nutzen wir ja selber. Unsere Happy, gute Laune Pillen. Sie didn't glow at night, babe. Everything in his blood. Many drugs are rare, withdrawn, or from government projects. Wait, how do you know if Green doesn't glow at night? I don't want to talk about it. We haven't known each other long enough. Yeah, yeah. Warum wissen wir das wohl? Warum wissen wir das wohl? Okay, wir haben hier einmal die Todesursache. Ich variere das mal so ein bisschen, damit das hier so ein bisschen so
Sag ich mal hier hin. Hier oben haben wir den möglichen Täter. Packen wir mal hier hin. Damit wir das ein bisschen geordnet haben, ne? So. Was ist denn das? So. Okay. Wir brauchen jetzt erstmal die Todesursache. Die Todesursache war ja der Galgen. Selbst am Winkel rückwärts. Why did he go to so much trouble? Did they pass the police reconstructor? The sequence of events worries me. Nee, anscheinend nicht. Okay, nehmen wir es mal wieder weg. Hey, wie kann ich es wieder wegnehmen? Echt, das nicht wieder anlocken hier oder was? Ah, wo sind denn die Schläge? Die Schläge waren doch auch hier mit, ne? Okay, die kann ich nicht da reinsetzen. Wunde am Rücken. Kann ich auch nicht doppelt machen. Haben wir denn noch einen Kurzschluss? Ja, er zeigt, wie gegen Kabel herausreißt und den Umwandler mit Alkohol tränkt. Dadurch käme es zum Kurzschluss und das Feuer brach aus. Decke ist vollkommen zerstört. Seltsames Symbol. Konstantin Brose erfahren. Selbst mit ausgedachtem Namen. Ja, Schießpulver ist aber keine Todesursache, ne? Keine Ahnung. Okay, ich kann hier keine zwei Dinger reinmachen? Ich kann es auch nicht mehr löschen hier, die Verbindung irgendwie. Schränken. Warum kann ich denn die Verbindung nicht löschen? Das ist ja doof. So, Prothese verwerfen. Ah. Okay, danke. Ja. Da war ich mal wieder blind. Oh, weird shit. Let me guess. Some of these substances don't show up in the system. Yeah. How did you know? I'd say we're looking at an old school cover-up. No. I don't think so. No. I mean, that would be. What? Unethical. Okay, das scheint auf jeden Fall zu funktionieren hier. Eine hohe Konzentration an Ambrosia, also der ganze toxische Cocktail, Drogencocktail, den er sich da irgendwie reingepumpt hat. Was haben wir denn noch? Nee, einen Kurzschluss nicht. Rotes Ikaroid. Das kam ja erst später. Also sein Ikaroid wurde ja erst zerstört. Nachdem er von oben gehängt wurde, runtergestoßen wurde und der Baum explodiert ist. Und er dann verbrannt ist. Ja, dann wurde er ja erst. Okay. Habe ich mir fast gedacht. Was ist das hier eigentlich mit der Flasche? Also. Ist das doch der Ikaroid? Kurzschluss? Mit dem Kurzschluss hat er ja nichts. If we knew how the perpetrator administered the poison. Hey, we can officially call it a poisoning now. Great. You want to open some champagne? Hang on. Do you actually have some champagne? Sure. Whole basement full. Vintage from the mortal age. Hm.
Es war doch das Echo Ride. Waren meine Gedanken wohl ein bisschen zu kompliziert? Okay. Dann hätten wir das auch. Dann möglicher Täter. Dann nehme ich mal das Schlangensymbol. Weil es schießt ja eigentlich nicht auf den Täter, ne? Nee, war mir fast klar. Der Greens Tagebuch. Ich würde gerne wissen, was. Beim Todestag treffen wollte. Enthusiasm, which I don't share. Hey, keep it to yourself. Whoa, I'm not trying to say we don't have anything. I didn't say you were. Now stop yelling. James, this is fun, and I'd play 3 more games of solitaire, but it won't prove anything. What else do you need? More facts, or it's a waste of effort. Zielgerade. Was sind die Zielgerade? Der ehemalige Schmuggler hat Green vielleicht das zerstörerische Gift verabreicht. Uns fehlt aber noch die Mordwaffe. Wir nehmen mal die Flasche. Da ist doch irgend so eine komische Flüssigkeit drin, ne? Talk seriously. Is this some lame engagement joke? What? No, it's not like that. I just have something for you. If it is, however, some stupid joke, I will get fucking mental on you. There is one more piece of evidence. Sorry? Why don't I know about it? It's not in the archive. Because it's not a photo. Oh, wait a minute. Tell me you're joking. I'm begging you. It turns out I think it is indispensable. You took physical evidence from the crime scene? They'll put us in jail for this. Oh, shit. I take it back. I'd rather have the engagement ring. It's beautiful. A vial of strange liquid. Probably poison. This creepy voodoo symbol on it makes it more mysterious. Ich weiß nicht, was sie hat. Ich hätte auch die Schokolade mitgenommen. The material of the vial might retain fingerprints. What do you think? Show me. If you have any more stolen evidence up your ass, you better get it out now, before you hurt yourself. Not this time. Consult your doctor. There's even a term for it. Kleptomania. Symptoms include paying for it someday. Okay. War das hier Ding, was Klick gemacht? Ah. Kann hier wieder Post verschicken. Ich wollte einmal noch mal kurz nach oben gehen. Da waren wir ja noch gar nicht. Bevor ich hier jetzt irgendwie die Post verschicke und irgendwas trigger. The island with the imitation sun. We never had time to go there. Das ist das, was wir am Fenster sehen, ne? Nur von einer anderen Aussicht. Es ist 10 vor 12. Ach, der Borea kann auch die Uhr lesen. Ach, sehr schön. Und wieder eine Pillenpackung und ganz viel Alkohol. Holy shit, ey. Boah. Ah. Hips im Bett. Warum sind da Blutflecken im Bett? Hm. Ah. Ja, uns geht es definitiv nicht gut. Hm. Mir ist noch die alte. Okay, dann verschicken wir mal die Post. Your Herm Code? 97-fucking-6. Around Liberty Island, huh? None of your business. Sarah, sei doch mal freundlicher. Wir sind Kollegen. Everything was in Sarah's hands now. Which was neat, since my own hands were shaking in a delirium I inherited after some punk I've never known.
Nur weil ich die Zigarre geklaut hatte, aber ihre Schokolade nicht. And one more thing. In the meantime, please send that damn report. What about evidence analysis? Mhm. You got evidence illegally and you want to put it in an official report? Ja, warum nicht? Ja, okay. I'll send it as is. Maybe we'll find something else later. Or we can just pretend none of this ever happened. A complicated and unfortunate accident in which Ikarite... Oh nein, hätte das andere nehmen sollen. Fuck. A specific fraud theory that doesn't quite... Wait. Enough. Numerous clues indicate the involvement of third parties. Suicide or accident is excluded. Ja, das ist gut. Nehmen wir. Ach guck, ich kann die Zigarre anzünden. Ja, das machen wir doch, ne? Shit. Es geht aber auch echt krass weit runter. Wo sitzen wir hier? Ey, wir sind echt lebensmüde, ne? Krass. Also ganz am Anfang auch schon mit dem Auto. Holy moly. A cigar worth 3 salaries of mine tastes best when it's free. Real tobacco tastes real good. With the bitter taste of everything we've lost, what we get is fake views, fake smells, the fake food, fake hope for rats locked in an ever tighter cage. Das klingt ziemlich beschissener. Legacy. So yes, I took a single cigar for compensation. And wish I'd taken more. I also have a grim certainty that no more compensation is forthcoming. Regarding Green, the chasm between the past and the present seemed to be hard to swallow, even for him. Was he getting himself full of ambrosia? Because all these little souvenirs of a long-gone world aggravated his desynchronization? Klingt echt super widerlich, ne? Hier mit dem Thema Essen und so. Triggered by things we've lost. Could they increase desynchronization? Is that why Green stuffed himself with ambrosia? James, are you in front of the board? No, I went out for a breather. That sample, you were right. It's definitely poison, but that's not all. There was a fragment of a print on it. I managed to reconstruct it and search the database. Na, und wer ist es? Zu wem gehört er? Potenzieller Mörder. Ich nehme mal das andere. Ja, Prost! Maybe. A person of interest, for sure. It's a damn big fish. Slippery, too. Oh, you're gonna make me beg? What's the fucking name? I don't want to say right now. Somebody on the street might overhear. I sent you everything by snail mail. Let me know as soon as you get it. Okay. Déjà vu. Heike, das Geräusch würden wir definitiv machen, wenn wir dieses Essen hier essen in diesem Spiel. Anscheinend. Also. Hoch, bitte reingehen. Ah. Kriegst schon Dünnschiss oder was? Also die Geräusche werden wir hier auf jeden Fall machen, wenn wir das Essen hier essen. Also hier wird ja gar nichts mehr selber angebaut. Ich meine. Kann man hier in dieser Zukunft, in diesem Universum überhaupt noch Landwirtschaft betreiben? Es klingt ja fast so, als ob es das gar nicht mehr gibt. Weil das Essen fake ist, selbst der Tabak ist fake, es wird alles gefaked. Es gibt nichts Echtes mehr. Tschüss. Alter. Der Typ ist echt lebensmüde, ne? Ja. So, Psycate. Wie geht's dir? Schwitzige Hände? Ob nur da oder in Amerika heute, kein Unterschied, echt? Ist das schon so schlimm in Amerika? Also ich habe keine Ahnung, was so das Essen und so in Amerika betrifft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das da teilweise schon echt so widerlich?
mit irgendwie, keine Ahnung, die Geflügelmortadella in den USA ist nur noch halb geflügelt und halb künstlich oder was meinst du damit? Hey, brauchst du Alkohol? Frag nach Tom. Oh ja. Wer kennt ihn nicht? Tom, der Weinhändler. Da geht's rein. Wir können sogar noch ein Stück höher. Oh ne, können wir nicht. Wir können nur runter. Wir können nur in unsere Bude zurück. Ja, dann gucken wir mal, was unsere Post sagt. War 2005 und da war es für unsere Verhältnisse schon echt fragwürdig. Fettzucker und so weiter. Ja gut, Fettzucker etc. Das ist ja tatsächlich bekannt in den USA. Dass die damit nicht sparen. Guck nochmal. E-Mail ist die gleiche. Gut. Gucken, was die Post hat. Deadly poison is atropine. Okay. Great. Und ich weiß immer noch nicht, was eine Hefnut ist. Eine Hefnuss. Havenuss. Havenuss? Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Magst du das mal kurz googeln, Psychic? Ich würde echt gerne mal wissen, was das ist. Und ob die echt gibt oder ist das einfach nur irgendeine imaginäre Fake-Nuss, die hier ins Spiel gebracht wurde? Hätte ich noch nie von gehört. Liquid Sample Analysis. Entropine. Harmful for Incorrect. Analyse des Fingerabdrucks. 98% Übereinstimmung. Aktueller Körpereigentümer Dimitri Kovalev. Ja, natürlich. Analyse der Flüssigkeitsprobe. Atropin. Beschädigt Eckeroid. Okay, das heißt, der Schmuggler hat ihn umgebracht. It was Kovalev's fingerprint on the murder weapon, huh? Was habe ich Ihnen gesagt? Wir müssen ihn uns holen. Ja, dann bringt ja jetzt nichts, hier irgendwie auf Besserwisser zu machen, James, oder so. I admit, you were right. This is pretty damning evidence. But Kovalev never leaves Icarus. Right. And to get in, we'd have to be a big fish. One of the biggest. Exactly. Special announcement. Engine problems have been reported aboard Icarus, which is currently flying over Brooklyn. We ask residents of the borough to stay at home and shelter in place. There is no need to worry. Insurance for bodily injuries will be fully applicable.